fahren mal direkt mit Löschzugalarm Richtung Blitzeinschlag, Feuer, unklar. Weitere Lagemeldung durch LNA Einsatzstelle, Gasexplosion, 10 verletzte Personen, 4 Kategorie Rot, 5 Kategorie Schwarz bzw. Blau und einer Grün. Weitere externe Rettungseinheiten sind auf dem Weg zur Einsatzstelle. Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 4 hier in Iserlohn. Ja, in der letzten Folge hatten wir hier eine kleine, ja was heißt klein, es war schon eine größere Gasexplosion. Und ja, wie wir sehen, wir sind noch mittendrin hier, um uns um die Patienten zu kümmern. Der leitende Notarzt ist da, immerhin eine gute Nachricht. Und ja, wir haben hier auf jeden Fall mehrere Patienten, die noch nicht so ganz stabil sind, wie man sieht. Ich werde mal mit dem vielen Rettungsdienst schon mal anfangen, zumindest einige abzutransportieren. In der Hoffnung, dass wir dann gleich mehr Platz haben. Hier auch eine wunderschöne Straßensperre, ne? Sehr gut. Fahrzeug 48. Du kannst eigentlich heim, dich brauchen wir nicht mehr. SEG Transport. Ja, wäre nicht verkehrt, ne? So, dann machen wir mal hier ein bisschen Blaulicht an und aus. Sonst flambieren wir uns hier die Augen komplett weg. Wird ausgeführt. Was gibt's? Ist in Arbeit. Ja? Dann müssen wir gleich mal ein bisschen wieder mit Notarztbegleitung arbeiten, denn wir haben leider gar nicht mal so viele, sieht man. LNA ist da, hätte noch ein Heli im Angebot, aber so viel ist das jetzt auch nicht unbedingt besser. Oh, ein Notarzt. Ach, nee, warte mal, hier doch ein RTW. Perfekt, du fährst mal direkt nach oben. Schon unterwegs. Ja, die ersten zwei oder drei RTWs, die ja hier angekommen sind, ne, die sind ja komplett mit, ich sag mal, Erstversorgung beschäftigt gewesen. Deswegen werden jetzt erstmal der Reihe nach sich wieder auf das Fahrzeug begeben. Ja. Hier haben wir auf jeden Fall drei Exitus-Geschichten. Also ist das auch mehr so schlecht Fahrzeug als recht. Einmal ein bisschen Licht, dass wir auch halbwegs was sehen können. Ja, Sondersignal ist jetzt, ja, also eh schon zu spät, aber ja. Können sich mal da vorne hinstellen, die Straßensperre bleibt auf jeden Fall so erstmal. Bin unterwegs, Quebec. Ihr fahrt einmal raus vom Betriebshof. Du kannst auch schon mal nach oben fahren, denn dort brauchen wir garantiert mehr als einen Notarzt. Quebec. Wird gemacht. So, du kannst mal den Tor wieder zumachen. Perfekt. Heckbahnanlage? Probieren wir es lieber nicht aus. Sagt er und drückt nochmal drauf. Auf dem Weg. Sehr schön. Oh, da kommt schon die weitere Armee. Schon unterwegs. Direkt Notarztbegleitung, alles klärchen. Wir nehmen den. Und du nimmst den. Voranmeldung intensiv, alles klar. So. Was der Nachteil ist, man hier wieder alles absperrt, ne? Man hat wieder keinen Platz zum Durchkommen. Aber gut, ne? Das ist immer so die Sache. Ist noch nicht transportstabil, alles klar. Oh, hier fährt auch einer mitten durch die Prärie an RTWs, alles klar. Fahrzeug 39. Einmal bitte. Fahrzeug 39. Hat er kein Licht oder wie? Fahrzeug 37. Der Kollege hat kein Licht mehr. Das ist ja was. Was gibt's? Wird ausgeführt. Bin unterwegs.
hat der... Der... Hä? Wieso ist der eine Patient, der Kategorie grün ist, trotzdem exitlos? Kann ja, das mal einer erklären? Hä? Das ist aber so nicht, nicht ganz richtig, würde ich mal behaupten. Ja, alles klar. Ach, guck mal, der RTW ist schon wieder frei. Kannst du hier weiterbleiben? Höre. So, der eine, der hier auf jeden Fall hier hinten direkt rot ist, wird umgehend durchgeführt. Den können wir mitnehmen. NEF. Auf dem Weg. Warte mal, du kannst auch eigentlich da bleiben. Das ist ja mal geil. Ich brauche euch gar nicht mehr. Leute, ich brauche euch gar nicht mehr. Ist das nicht geil? Das ist so ein krasser, cooler Vorteil, wenn schon unterwegs. Die ganzen RDWs schon da sind. Mega. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Das ist ja mal cool. Gut, aber damit ich nicht durcheinander komme. Quebec. Habe verstanden. Höre. Quebec. Parken jetzt mal die leeren RTWs hier vorne. Damit man halbwegs so ein bisschen weiß, wo hier was ist. Der braucht Notarzt. Ja. Hier haben wir Notarzt. Auf dem Weg. Hier haben wir sowieso schon einen mit drin, das ist super. Dann könnt ihr mit Intensivbegleitung eigentlich direkt schon euch auf den Weg machen. So, ich weiß, dass ich hier vorne noch dreimal Exitus liegen habe. Oder viermal, ich bin nicht mehr ganz sicher. Alles klar, schon unterwegs. Was gibt's? Ist in Arbeit. Falsches Fahrzeug, der Typ. Ja, wird ausgeführt. Ah, dann macht's der Kollege, Fahrzeug ist mir auch egal. 30. Fahrzeug 37, Fahrzeug 39. Ja, da die FF hier heute echt Fahrzeug viel zu tun gehabt, muss man 30, sagen. Fahrzeug 21. Achso, der hat Exitus drauf. Ja, gut. Dann macht den Kollegen Transport stabil, damit wir das Problem nicht mehr haben. Ja, wisst ihr was? Ich nehme jetzt die, wieso habe ich eigentlich das Zelt aufgebaut, ne? Auch so eine Frage. Achso, wahrscheinlich, weil es gut aussah. Ja. Weil es cool aussah. So, wir haben hier einmal. Ja. Hier haben wir auch noch einmal. Ja. Und wollen wir noch? Da müssen wir auch noch einen irgendwo Transport organisieren. So, dann darfst du den nehmen. Du kannst mal nach Hause fahren. Ich brauche ihn nicht mehr. Fahrzeug 4. Das HLF kann auch mal heimfahren. Fahrzeug 25. MTW kann heim. Die Zeit garantiert schon aufgenommen. Schon unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. So. Fahrzeug 4. Dann können die eigentlich auch schon einpacken und dicht machen. Fahrzeug 45. ELWB-Dienst. 1 ELW4. Ihr könnt auch mal heim. Fahrzeug 21. Der kann heim. Ja, ich weiß. Normalerweise macht man das nicht. Aber, mein Gott. Fahrzeug. Warum ist hier noch ein Fahrzeug komplett? Ist das... Fahrzeug 45, hört. Irgendwie... Und wo kommen die ganzen Leute, frage ich mich gerade. Hier, diese hier. Höre. Fahrzeug 39. Fahrzeug 37. Hä? Der Wagen mehr als kaputt? Sieht so aus, ne? Fahrzeug 37. Jo, einmal die Bagen, Leute. Ach, guck mal, das waren sogar die.
Nee, das war nicht der richtige. Hier haben wir noch einen. Du kannst auch heim. Der Notarzt. Hä? Der sitzt noch in seinem Wagen, alles klar. Dann fährst du auch noch mit rein. Schon unterwegs. Schon unterwegs. So, wir parken mal ein bisschen um. Und dann schauen wir uns nochmal in Ruhe an, wo hier was an Problem ist. So, der Typ ist weg. So, die hier sind weg. Hier ist auch keiner mehr. So, das Halef, Elef, 39. Elef, Wache, Elef, Elef, Elef. Sprich noch mehr aus, noch häufiger, dann wird's noch verrückter. So, wir räumen mal auf. Nee, noch nicht da langlaufen, bitte. Wir sind noch nicht ganz fertig mit unserer Geschichte. Was haben wir hier? Du kannst auf jeden Fall heim. So. Was haben wir jetzt noch? Hier, da steht noch ein RTW. Oh, nee, warte mal. Doch. Da ich doch. Genau, ich brauche hier jeden Notarzt, den ich kriegen kann. Jeder muss hier ran. Was? Der lebt noch? Oh, wir haben wieder einen Puls. Ross. Kann man bitte mal sowas von mit seinem Signal weg? Okay, Jungs. Dann nochmal letzter Check. Abschließende Eindrucksrückmeldung. Gasexplosion an Baustelle. Fahrzeug 45. Die Einheitsstelle ist wieder sicher und kann... Ja, der Bevölkerung quasi... Quebec. Ohne Probleme übergeben werden. Was gibt's? Schnelle und effektive Absperrung, würde ich sagen. Ja, schon unterwegs. Sehr cool. Hui, das war, ja, ein paar Exitos dazwischen gehabt. Aber ich sag mal so, hätte schlimmer sein können, ne? Hätten ja auch alle versterben können. Also von daher, Glück gehabt. Glück im Unglück. Und ich glaube, die Baustelle wird erstmal geschlossen. So. Ihr fahrt mal Streifen, bitte. Wir erhöhen mal ein bisschen die Präsenz mit noch ein paar mehr Fahrzeugen. Haben wir ja gerade noch ein bisschen hier Pause. ja. So, welcher ist es von denen? Der ist auf es. Dem Weg. Fahrzeug. Ja, da darf einmal der ELW fahren. Auf dem Weg. Quebec. Habe verstanden. Habt ihr Feuerlöscher? Nein, habt ihr natürlich nicht. Was gibt ihn dann bist du nur zum Absperren da. Ja, und wir gönnen uns mal fünfmal eine fixe ELW-Mitfahrt. Schade, dass es keine Innenperspektive gibt. Das wäre natürlich mega geil. Aber ich glaube, darauf ist das Spiel absolut nicht drauf ausgelegt. Fahrzeug schon unterwegs. Hört. Höre. Wird umgehend. Boah, wenn du jetzt keinen Feuerlöscher hättest, ne? Junge, 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 Junge. Höre. Aber hier, der B-Dienst, ne? Du darfst mal tätig werden. Ihr dürft mal löschen. Bisschen Praxis hier. Fahrzeug nicht immer nur unterm Schreibtisch sitzen und nicht wissen, was die Kollegen machen. Das darfst du auch mal selber machen. Mein lieber Scholli, was war das gerade für ein Einsatz? Richtig krass. Und ja. 24, 4. Dann machen wir direkt weiter mit weiteren Rettungsdiensteinsätzen. Starker Brustschmerz. Ach, guck mal, ich hätte sogar noch... Fahrzeug 23. Stimmt, hätte ich auch alarmiert. Ja. Orgel. Na super. Wir hatten ein Orgel, den wir nicht benutzt haben. Fahrzeug Wahnsinn. 23. Beim nächsten Mal lernen wir draus.
Stimmt, das ist ja das Schöne an dieser Iserlohn-Version gewesen. Aber ich hätte gerade nicht komplett alles alarmiert, weil sonst, naja, wären wir wahrscheinlich komplett überfordert gewesen hier vom... Ach nee, warte mal, löse mal kurz den Stau hier auf. Kurz mal Stau auflösen. Der sich hier so ein bisschen entwickelt hat. Quebec. Bin unterwegs. Und? Könnt ihr wieder fahren hier? Hast du schon hier Vorfahrt Gewehrenschild und fährst nicht mal, sowas. Ja? Bin unterwegs. So, dann mach ich ab in das Gebäude. Du schnappst dir schon mal die Trage, du nimmst schon mal Sauerstoffgerät mit. Wird ausgeführt. Und dann gucken wir mal, was wir hier vorfinden. Zumindest sehen wir schon mal eine verletzte Person. Was die jetzt genau hat, das kann ich noch nicht sagen. Aber sie ist schon mal relativ instabil und... Oh, wieder starker Brustschmerz, alles klar. Ja, strahlt der Schmerz auch in die Schultern aus? Oder in Oberkiefer, Unterkiefer die Richtung? Weil wenn ja, dann haben wir fünfmal in Richtung Herzinfarkt irgendwas. Ja, das ist schon mal wieder... Ach guck mal, wir haben noch kein Wasser. Fahrzeug 29. Gut, ihr fahrt erstmal draußen. Ohne was gleich zu löschen. Fahrzeug 4. Fahrzeug 8. Warte mal, ja, wird nicht hier, Fahrzeug 1. Ja, wo war denn dieser Alarmierungsbutton? Bin wieder verwirrt. Gut, dann nehmen wir die hier kompletten Löschzug. Fahrzeug 45 hört. Ist noch relativ kleiner Brand, aber man weiß ja nie. Bis wir nämlich da sind, sieht schon wieder ganz anders aus, die Lage. Ja? So, der starke Brustschmerz wird erstmal stabilisiert. Direkt 12 Kanal EKG kleben und ja. Was gibt's? Am besten Richtung Herzkatheterlabor alles einliefern. Auf dem Weg. Deswegen fahren wir mit Blau, mit Rot und mit Grün. Was gibt's? Der Notarzt fährt garantiert mit. Und ja, wir fahren mal direkt mit Löschzugalarm Richtung Blitzeinschlag, Feuer, unklar. Und ja, hoffen, dass nicht gleich, wenn wir wiederkommen, die ganze Waldgegend im Vollbrand steht. Von daher müssen wir aufpassen. Perfekt. Ohne Sondersignal, alles klar. Und da sind wir schon angekommen. Ja, also in Kope genau. Fahrzeug schon unterwegs. Das Schöne ist an diesem kleinen Tele 4000, du machst mal erstmal den Erstangriff. Ja. Fahrzeug 1. Die Dilka packt mal an der Seite, der ELW, den brauchen wir auch mal eher weniger gerade. Von mir aus könnten wir... Schon unterwegs. Ich würde vorschlagen, die beiden unter PA, die werden mit Vorlöschern das Ganze mal annehmen. Verstanden. Zum Glück brennt ja aktuell nur die Hecke. Schon unterwegs. Ja, die Delka brauchen wir jetzt nicht. Ansonsten Führungsebene. Fahrzeug 45, hört. Was gibt's? Was schon sagt unterwegs. Ihr zum Heckenbrand? Gebäudebrand ist es ja zum Glück nicht. Guck mal, das sieht so aus, als ob wir das gut unter Kontrolle kriegen, ne? Genau. Fahrzeug sehr 48, schön. Kompetenz hört. Muss man haben. Fahrzeug 45, Fahrzeug hört. 1. So, währenddessen fahren wir schon mal weiter zum nächsten. Rettungsdienst sonstig internistisch. Alles klar, dann würde ich schon mal hier Fahrzeug MTV raus. Ne, warte mal. Fahrzeug 39. Alle rausklingeln für Türöffnung. Und dann gucken wir gleich mal, oder? Weißt du mal was? Wer ist schneller? Fahrzeug 31. Ein GWÖ von der BF? 16, oder wäre ein MZF 26, besser gewesen? Ach, weißt du 16. was? Ein MZF können wir auch mal probieren. Machen wir mal eine kleine Übung für die
Für die Rettungsleute. Ah, hier, warte mal. TLF. Fahrzeug 48 hört. Du fährst mal direkt zurück. Denn unser TLF, die Kollegen, ihr wisst es hoffentlich. Auf dem Weg. Ja, blockiert unabhängig jetzt davon hier alles. Ja, dann fahr doch, Mensch. Bis du rausgekommen bist, dann habe ich das Problem schon selber hier gelöst. So. Aleph. Victor. Ach, die Ruhestörung ist auch hier um die Ecke. Hört man auf jeden Fall schon. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt dem Video gerne ein Abo und einen Daumen nach oben, falls noch nicht getan. Schaut euch auch gerne die anderen Videos an und dann bis zum nächsten Mal. Reingehauen und ciao.